Die CDU will ein Parteiausschlussverfahren gegen den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen starten, sollte er die Partei nicht freiwillig verlassen. Maaßen verstoße laufend gegen die Grundsätze und Ordnung der Partei, heißt es in einem vom CDU-Präsidium beschlossenen Text. Einstimmig beschloss das Präsidium, ihn nochmals zum Parteiaustritt aufzufordern und dazu eine Frist bis kommenden Sonntagmittag zu setzen. Maaßen war am Wochenende zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt worden und war in der Vergangenheit mehrfach mit Verschwörungstheorien, Falschinformationen und rassistischen Äußerungen aufgefallen. Und jetzt ist er bei uns im Studio. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, noch in der CDU. Willkommen. Sie haben es gehört, das CDU-Präsidium hat Sie aufgefordert, bis Sonntagmittag die Partei zu verlassen. Werden Sie dem Folge leisten? Also ich habe zunächst mal erst aus der Presse davon erfahren, dass sich das Bundespräsidium damit befasst hat. Ich habe bisher noch keinen Schriftsatz der CDU bekommen. Wenn ich ihn bekommen sollte, werde ich ihn anschauen, werde ihn gegebenenfalls mit meinen Anwälten prüfen und werde dann gegebenenfalls Stellung nehmen. Gleichwohl möchte ich hier an dieser Stelle deutlich machen, weil es auch im Anspann anklang, ich habe in keiner Weise rassistische oder fremdenfeindliche Äußerungen getätigt und weise das mit Nachdruck zurück. Sie weisen das mit Nachdruck zurück. Man muss aber sagen, dann haben Sie sich zumindest des Vokabulars bedient. Das lässt sich ja nachlesen online auf den Blogs, auf den Interviewreihen, die Sie gegeben haben. Da sind ja immer wieder Vokabeln wie Rasse und auch ähnliche Begriffe zu finden. Also Sie bedienen sich da ja dann ganz offensichtlich schon einem ganz speziellen Vokabular. Auch das ist falsch, muss ich Ihnen sagen. Wenn man gelesen hätte, was ich getwittert hätte oder was ich in meinen Beiträgen oder in meinem Interview gesagt hätte, würde man feststellen, ich habe andere kritisiert, die wohl offensichtlich rassistische Hintergründe haben, wenn sie eine Migrationspolitik nach Deutschland betreiben. Und das ist für mich, Entschuldigung, das ist für mich der entscheidende Punkt. Wir müssen über ein sachliches Thema reden. Und das sachliche Thema ist, wollen wir diese Migrationspolitik nach Deutschland von Leuten, die tatsächlich der Auffassung sind, wir müssen hier viel, viel mehr Fremde ins Land bringen, weil wir zu viele Deutsche haben. Das ist ein Punkt, über den man reden muss. Ich würde sagen, das ist eine Unterstellung. Darf ich diskutieren, aber Sie sprechen von grün-roter Rassenlehre und Sie sagen, das haben Sie nicht gesagt, das stammt nicht von Ihnen und Rassenlehre ist kein Wort, dem sich der Nationalsozialismus bedient hat? Ich habe mich bezogen auf einen Tweet, auf einen längeren Tweet von Axel Steyer. Er ist ein Flüchtlingsunterstützer, ein sogenannter Seenotretter. Und er hat in dem Tweet, wenn Sie ihn nachlesen, gesagt, die Weißbrote, das sind also wir Deutschen oder wir Weißen, wir werden aussterben. Der wird alles tun, dass das durch Migration beschleunigt wird. Das ist eine Stimme und da kann man ja sagen, das finde ich nicht in Ordnung. Nein, das ist nicht nur eine Stimme, das ist überhaupt nicht nur eine Stimme, es sind viele. Es gibt die Critical Race Theory im Amerikanischen, die jetzt nach Europa überschwappt. Und die Critical Race Theory, ins Deutsche übersetzt, ist nicht kritische Rassentheorie, sondern es ist eine Doktrin, es ist eine Lehre, es ist die kritische Rassenlehre. Und so habe ich es dargestellt. Insoweit habe ich etwas kritisiert. Okay, Herr Maaßen, Sie haben geschrieben in Ihrem Tweet vom Januar, die treibenden Kräfte im politischen medialen Raum hätten als Stoßrichtung einen eliminatorischen Rassismus gegen Weiße und den brennenden Wunsch, dass Deutschland verrecken möge. Und das ist das Vokabular des Nationalismus. Warum benutzen Sie dieses Vokabular? Das ist nicht das Vokabular des Nationalsozialismus oder von Nazis. Der Ausdruck eliminatorischer Rassismus wurde auch schon an anderen Stellen verwendet, wurde auch schon von der Amadeo Antonio. Das macht es aber nicht besser. Moment, Sie werfen mir jetzt hier vor, ich würde das Vokabular von anderen verwenden. Ich mache deutlich, auch Nicht-Rechtsextremisten haben das Vokabular verwendet. Daraus kann man nicht die Schlussfolgerung ziehen, ich würde hier rechtsextremistische Begriffe verwenden. Und mir geht es um die Inhalte. Ich möchte, dass darüber gesprochen wird, dass es eine Strömung in Deutschland gibt, die antideutsche Strömung, die es bis eben in politische Spitzenkreise geschafft hat, die ein anderes Land will. Und darüber müssen wir sprechen, ob wir dieses andere Land wirklich wollen. Wenn Sie wirklich was für Ihre Partei tun wollten, dann könnten Sie Ihre Kritik doch in der Partei vorbringen. Sie sind in einer Partei, die oft in der Regierung gesessen hat, die viel in Deutschland bewegen könnte. Warum machen Sie das nicht öffentlich? Warum versuchen Sie nicht argumentativ dagegen vorzugehen? Haben Sie nicht die richtigen Argumente oder warum gehen Sie dann mit solchen populistischen, muss man schon sagen, Aussagen an die Öffentlichkeit? Nein, das sind doch keine populistischen Aussagen. Es sind durchdachte Aussagen, die Sie in der Weltwoche lesen konnten. Aber Sie sind lange genug in der Politik, um zu wissen, was Sie auslösen mit Also schauen Aussagen. Sie mal, ich bin Privatmann in der Hinsicht. Ich bin weder ein Angestellter der CDU, noch bin ich ein Funktionsträger, noch bin ich ein Mandatsträger. Und ich nehme das Recht, das jedermann hat, in Anspruch,
seine Meinung zu äußern. Und meine Meinung habe ich geäußert über Twitter, in Aufsätzen und Interviews. Und dieses Recht auf Meinungsfreiheit lasse ich mir von niemandem nehmen. Ihre Partei ist aber auf jeden Fall der Auffassung, dass Ihre Thesen und Positionen nicht zu der Linie der CDU passen. Warum nehmen Sie diese Entscheidung nicht an? Und wenn Sie denn wirklich noch etwas erreichen oder gestalten wollen, wäre es dann nicht konsequent auszutreten und sich vielleicht einer anderen Partei, die eher mit diesen Thesen übereinstimmt, beispielsweise der AfD, anzuschließen? Schauen Sie mal, ich habe der CDU angeboten, mit mir durchaus ein Gespräch zu führen. Ich bin mit meinen Freunden im Wahlkreis, in dem ich kandidierte, in Südthüringen, permanent im Gespräch, und der überwiegende Teil der Parteifreunde teilt auch meine Auffassung. Ich biete auch der Parteiführung in Berlin an, mit mir ein Gespräch zu führen, um mögliche Missverständnisse auszuräumen, statt über mich zu reden oder an die Presse Statements abzugeben und mir noch nicht einmal schriftlich dann die Aufforderung zukommen zu lassen, aus der Partei auszutreten. Wie gesagt, ich erfahre das aus den Medien und nicht von meiner Partei. Jetzt ist ja im Manifest der Werteunion, dessen Präsident Sie jetzt neuerdings sind, sehr viel vom christlichen Menschenbild die Rede. Würden Sie von sich sagen, Sie sind ein guter Christ? Ich bin ein guter Christ, ich bin Katholik, ich bin ein überzeugter Christ, und all die Freunde, die ich am Wochenende getroffen hatte bei unserer Bundesversammlung in Essen, denken, glaube ich, ähnlich. Unser großes Vorbild ist Konrad Adenauer, ist Ludwig Erhard und Helmut Kohl. Und wir wollen einen Bruch mit der Merkel-Ära. Und wir sehen, dass die CDU derzeit nicht die Kraft hat. Okay, aber passt es denn zum christlichen Menschenbild, wenn man dann sagt, wir wollen nur Migration, wenn es in unseren Fachkräftebedarf gerade passt? Also sollen wir dann ukrainische Kriegsflüchtlinge an der Grenze zurückweisen, nein, weil wir sagen, wir können nicht. Euch gerade nicht brauchen? Das sagt weder die Werteunion noch sage ich das. Ich habe drei Migranten. Ich habe drei Ukrainerinnen zu Hause aufgenommen. Ich weiß nicht, ob Sie das gemacht haben. Okay, schon würde das auch, und für die syrischen Kriegsflüchtlinge? Das lasse ich mir nicht anhängen, dass ich hier irgendwie migrantenfeindlich bin. Was wir brauchen, ist eine Migration, die unseren humanitären Verpflichtungen genügt, aber die auch steuert und begrenzt. Und das tun wir derzeit nicht. Derzeit kommt nahezu jeder, der nach Deutschland kommen will, hierhin. Und gilt das denn, was für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge gilt, Ihrer Auffassung nach auch für die syrischen Kriegsflüchtlinge? Es gilt für die syrischen Kriegsflüchtlinge im Rahmen unserer geltenden Rechtslage. Und da erwarte ich vom Staat, aber auch von der gesamten Gesellschaft, auch von der Zivilgesellschaft, dass das Recht akzeptiert wird. Und dazu gehört auch die Drittstaatenregelung. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.